Geldbeutel. Kleiderschranke. Der Kuchen und der Diamant. Das hört sich wie eine Geschichte an. Ich frage mich immer noch, wo das Bier sein soll. Oh, da, agonisches Bier. Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Die Wachen in dieser Stadt sind alle faul und undiszipliniert. Kommandant Kaius stolziert in Drachenfeste herum wie ein Gockel. Die Arbeit von dem Kerl könnte ich doch mit verbundenen Augen erledigen. Ich bin hier nur für die Getränke verantwortlich. Fragt jemand anderen. Lust. Denkt ihr, ihr könntet Klinge an Klinge gegen mich antreten? Ihr würdet keine 6 Sekunden überleben. Warum nicht? Im waffenlosen Kampf werde ich mit jedem hier in der Stadt fertig. Waffenlos. Ich wette 100 Goldstücke, dass ich mit eurem Fell den Boden aufwischen werde. Nur mit den Fäusten. Keine Waffen, keine Magie und kein Geheule. Los geht's. Los. Ihr er hat euch in der... So. Kleidung haben wir noch, die Handschuhe. Die wären jetzt sehr hilfreich. Oh, da sind sie. Ne? Faustkampf ist, ne? Nicht Fernkampf, ich habe Fernkampf gelesen gehabt. Ausdauer. Ne, Magieausdauer. Geringe Ausdauer. Magieresistenz wäre ja eine knappen. Moment. Ich habe leichte Rüstung an, ne? Dann würde der Ring des Knappen mir tatsächlich helfen. Das Wort hier ist besonders beliebt. Das ist eines der ersten. Ich muss zugeben. Dies ist eine Ode an Himmelsrand, standhafte Beschützer. Das Kaiser. Ich muss zugeben. Verdammt! Dass das. Dass sie gar nicht so ohne ist durch ihre Rüstung, nehme ich mal an. 12 Septime auf den großen. Dies ist der Himmelsrands standhafte Beschützer. Aber ich glaube, meine Rüstung ist noch besser. Jemand muss etwas unternehmen. Werf den Schnee vom Boden. Na los! Na, komm schon. Himmelsrand gehört den Nord. Ah, ich stehe besser da, tatsächlich. Dies ist eine Ode an Himmelsrands standhafte Beschützer. Wunderbar. Na, das nenne ich mal einen Schlag. Da habt ihr mich aber erwischt. Ihr habt die Wahrheit gesprochen. Der beste Kampf, den ich seit Jahren hatte. Hier, für euch. Schön. Ihr habt die Wahrheit gesprochen. Der beste Kampf, den ich seit Jahren hatte. Hier, für euch. Schön, schön. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Die Hitze des Gefechts ist das Feuer, das die stärksten Klingen schmiedet. Ein altes Nord-Sprichwort. Ja. Außerdem lässt eine wahre Nord nie eine Möglichkeit aus, sich zu beweisen. Ja. Habt ihr mit diesen Gefährten gesprochen? Zu hitzköpfig, jammerten sie. Schwache, armselige Feiglinge. Allesamt. Oh. Es war nicht meine Schuld. Ich habe ihnen immer und immer wieder gesagt, dass es ein Unfall war. Sie wollten, dass ich mich beweise. Also musste ich gegen einen jungen Burschen antreten, dem gerade erst die ersten Barthaare wuchsen. Dachten wohl, eine Frau wäre nicht stark genug, ihn zu verletzen. Ich wollte doch nicht, dass er stirbt. Warum sollte ich das wollen? Ich habe einfach die Kontrolle verloren. Okay. Anscheinend kann sie mir folgen. Die Frage ist, wie stark sie ist, aber... Habt ihr mit diesen Gefährten gesprochen? Ich würde ja mal... Sprichwort? Sieht aus, als hättet ihr schon jemanden. Ach so. Stimmt ja. Ich gebe euch Deckung. Ich bin zu Hause, falls ihr mich sucht. Also in... Wie auch immer das Kaff heißt. Geht okay. Einfach. Vergeuden wir keine Zeit. So. Wir halten an. Was ist los?
Was braucht ihr? Oh, okay. Das ist nicht schlecht. Ich würde mal behaupten, das nehme mal ich. Den Med kannst du behalten. Haus. Die hat ein eigenes Haus? Interessant. Dietrich und Gold, das ist dann mir. Die Frage ist... Nee, Bekleidung wollte ich. Achso, ja, Waffen. Stahl, 200 der Himmelsschmiede. Dann mal los. Warum nicht? Dann stellt sie sich vorne hin und tankt, obwohl ich das wohl gerade... Wenn ihr nach einer Dame sucht, dann sucht ihr besser anderswo. Wenn Mikael sie erst entdeckt, dann seht ihr sie nicht... Hä? Was erzählt ihr für ein Blödsinn? Ja, eigentlich brauche ich ja einen Tank, der vorne... Oder jemanden, der meinen... die Aufmerksamkeit auf sich zieht und sie mit ihrem großen Schwert scheint da recht zu sein. So, geben wir ihm doch mal sein Bier. Ist es denn zu glauben? Argonisches Bier. Mein ergebensten Dank. Hier, nehmt diesen Heiltrank. Ich habe ihn im Tempel gefunden. Zauberdank der kräftigen Heilung, den kann ich brauchen. Aber sicher. So, jetzt, da es anscheinend ja morgen ist. Oh nein, noch nicht. Schlossknacken wäre echt doof jetzt. Tageszeit. Die müssen ja gleich aufmachen. Es müssen ja auch gleich die ersten Leute kommen. Da kann ich ja eigentlich tatsächlich. Wo muss ich denn dann hin? Falsche Taste. Tatsächlich würde ich gerne mal ein bisschen Bogenschießen üben. Und per Zufall weiß ich, dass hier Bogenschießpuppen stehen. Und hier steht auch einer. Ich bin es leid, den ganzen Tag nur zu reden. Also gut. Alles nicht so interessant. Wollen wir doch mal sehen, ob wir... nicht ein paar akzeptable Schüsse hier rausbekommen. Gut, verschieße ich mal meine 13 Pfeile. Und der ging zu hoch, definitiv. Holla. Müssen wir mal gucken, wohin geht er denn? Ich ziehe mal vorsichtig in die Mitte. Und getroffen habe ich relativ gerade darüber. Da habe ich einige an dieselbe Stelle gesetzt. Das ist sehr interessant. So, dann gucken wir doch mal aus der Entfernung. Das ist ja recht ähnlich verhalten, ist ja nicht viel anders. Jetzt die Frage, steigen meine Fähigkeiten da überhaupt durch? Leichte Rüstung ist gesteigert, das weiß ich. Wo ist denn hier? Schießkunst 51. Nee, Moment, noch. 51 unter dem S. Jetzt schieße ich mal meine 11 Pfeile, wenn der da weg ist. Noch. Und. Eigentlich müsste sich ja dann meine Fähigkeit im Bogenschießen gesteigert haben. Allerdings nicht sehr viel, würde ich vermuten. Aber man kann es ja nur ausprobieren. So, auf die Entfernung müsste ich eigentlich mit der oberen Spitze meines Dings zielen. Wäre ja immer. Nee, gar nicht. Mitte vielleicht? Okay, jetzt habe ich Stahlpfeil, das sind schon 200. Was sagen meine Fähigkeiten? Es hat sich nichts verändert. Schade. Hä? Warum nicht? Hatte ich nicht mal, dass ich das da...
Merkwürdig. Ich bin hier, um Essen zu kaufen, Nasim. Darüber müsst ihr euch wohl keine Gedanken machen. Einen Bauernhof zu besitzen hat seine Vorteile. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, sobald ich durch den... Ah, danke. Da dürfte die alte Katze große Augen machen. Vielleicht kann ich eines Tages selbst Karawanenführer werden. Wie versprochen werde ich euch etwas über das Falschen beibringen. Wir wollen ja nicht, dass das ein windiger Händler gut. euch zu einem schlechten Geschäft verleitet. Sehr gut. Auf 22. Oh, ich brauche noch einen Mammutschlusszahn. Okay, ja, okay. Eine neue Stufe aufgestiegen. Dadurch, dass ich ein bisschen Redekunst bekommen habe. Gehe ich nochmal ein bisschen auf Magika, dass ich da einen kleinen Bonus habe. Kann sie mir noch mehr über Redekunst beibringen? Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Schon, anscheinend nicht. So, der Kerl da hinten hakt schon wieder Holz. Dann müsste Belator wieder da sein. Jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Also, Belator. Alles steht zum Verkauf. Alles. Wenn ich... Interessant, um es gelinde auszudrücken. Bei allem, was so geschehen ist. Einerseits ist es schwerer, Lieferungen zu erhalten, da heutzutage nicht mehr viele Händler umherreisen. Aber andererseits hat die Knappheit an Lieferungen zu einigen... Nun... Sagen wir, Preissteigerungen geführt. Wichtig ist nur, dass ich habe, was ihr braucht. Und Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Klingt eigentlich ganz gut. Allerdings hat er immer noch nur 700. Jagdbogen kommt weg, genau. Redekunst verbessert auf 23, auch nicht schlecht. So, das Amulett von Mara, das brauche ich noch. Kann ich das nicht verkaufen? Steht auch gar nicht da. Ständer, das kann ich verkaufen. Das Eisenschild auch. Die Kleidung, da. Okay, ja, ich kann eins davon verkaufen. Da ich es ja doppelt habe. Ich brauche es ja auch nicht doppelt rumgetragen, wenn ich es eben, wie gesagt, habe. Oh, die sind gar nichts wert. Kleidung. Das Geld hat er nicht mehr, das Geld auch nicht. Oh, dafür hat er noch Geld. Jetzt hat er noch 19, damit kann man den Silberring abkaufen. Und die Stiefel noch. Und damit hat er schon mal kein Geld mehr. Bitte kommt wieder. Ob ich... Ich würde ja fast behaupten. Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen. Oh, mit der Tante. Ah, ne, da hinten kommt sie, glaube ich. Wenn ich eines Tages eine Taverne so. Mache, Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Essen. Was? Oh, ich habe ihm. Gute Jagd. Was Teures verkauft? Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Eure gute Tat des Tages. Meine Freundin Maven und diese ich, grünen Äpfel, die ihr mir neulich verkauft habt, waren köstlich. Ja, oder? Es ist schon ärgerlich genug. Dieser Bader Mikael, so wie er über mich redet, bittet er förmlich darum, dass man ihm einen Dolch an die Kehle hält. Ich habe gehört, wie er in der beflaggten Meere damit angegeben hat, dass er mich so zähmen will, wie ein echter Nord eine wilde Bestie zähmt. Klingt nicht sehr nett. Ihr könnt es gern versuchen, aber ich glaube kaum, dass irgendetwas in seinen Dickschädel dringt. Ich kann euch versichern, es ist alles frisch. Vergesst. Achso. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Essen kann ich ihr noch verkaufen, das hatte der andere ja teilweise nicht wie auch immer. Er konnte mir nicht alles abkaufen. Wie auch immer. Danke, beehrt mich bald wieder. Ihr bereitet das Fleisch doch nicht mit irgendwelchen seltsamen Elfen. Ihr braucht etwas. Ah, nein, keine Elfengewürze, nur etwas Salz zur Konservierung. Ihr habt doch keine Angst vor Salz, oder? Ich habe keine Angst.
Ich bevorzuge frisch gebackene Brote, noch warm aus dem Ofen. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Meistens macht es Spaß, aber es ist harte Arbeit. Okay, wo können wir denn noch? Ich meine hier, ein Jägersmann wäre auch noch etwas. Konnte ich sie nicht auch? Moment, muss ich gleich mal gucken. Hallo, mein Freund. Auf der Suche nach Jagdzubehör. Werft einen Blick darauf. Noch brauche ich den ja gar nicht. Obwohl, eigentlich doch. So, ein bisschen Essen kann ich ihm noch verkaufen. Dafür hat er genug Geld. Zutaten auch. Sonstiges Dietrich, nee, die bleiben schön bei es mir. Es war mir eine Freude, mit euch Geschäfte ansonsten zu machen. Ansonsten würde ich ja mal sagen... Hopsa. Klinge und Schatten, Stille und Tod, das sind meine Künste. Gegen eine geringe Gebühr erschaffe ich wunderbare Kunstwerke für euch. Ich bin eine Künstlerin, die auf der Leinwand des Lebens in blutroten Farben malt. Ja... Ich kämpfe gegen Bezahlung an eurer Seite. Wozu soll man denn auch Kunst schaffen, wenn sie niemand mehr betrachten kann? Die gefällt mir. Es sieht aus, als hättet ihr bereits Hilfe. Ich komme mit euch, aber dann müsst ihr euren Kameraden ziehen lassen. Gehen wir. Was sagt ihr? Ich gehe dann mal nach Hause, falls ihr mich braucht. Der Tod ist meine also. Kunst. Eine kluge Entscheidung. Geht voraus und ich werde folgen. Wenn ihr es wünscht. Ein Eisenschwert, ein Eisendolch. Mehr hat sie nicht. Nach euch. Ihre Waffen, ihre Rüstung ist leicht, würde ich behaupten. Oder es ist eine schwere Lederrüstung, aber gibt es sowas? Doch, ja, müsste eigentlich, aber es sieht... Sieht nach einer schweren Rüstung aus. Mal gucken, ich habe die andere jetzt gar nicht getestet gehabt, großartig. Aber sie gefällt mir von ihrer Art her besser, deswegen. Naja. Vor allem, wir haben ein... Oh, ich würde sagen, vorher geht's nochmal nach... in die Diebesgilde. Da wir da ja unseren Healer haben, den wir gestohlene Dinge verkaufen können. Das ist... Was? Was heißt? Halt! Dieb! Dieb! Okay. Ich schätze, jetzt ist alles klar. Seid gegrüßt. Armer Kerl. So ein bisschen. Wie kann ich euch helfen? Solltet ihr auf dem Markt vorbeikommen, ich handle dort mit Spezialitäten aus Morrowind. Ihr braucht etwas? Ich bin zwar ein geborener Dunmer, wurde jedoch als Argonier großgezogen. Ja, aus Gründen, die ich noch herausfinden muss, wurde ich zum Waisen. Dann nahm ich eine freundliche Argonier-Familie in der Schwarzmarsch auf. Ich hoffe, eines Tages herauszufinden, was genau mir zugestoßen ist. Und wie es dazu kommen konnte. Ich weiß nur, dass ich in eine Decke mit dem Symbol des Hauses Telvanni eingewickelt war, als mein argonischer Vater mich fand. Vor langer Zeit war das eines der großen Häuser in Morrowind. Ob das nun heißt, dass ich einer von ihnen war, da bin ich mir nicht sicher. Wenn ihr unterwegs etwas findet, das mir die gesuchten Antworten geben könnte, wäre ich dankbar dafür. Das klingt doch gut. Ich danke euch. Ich habe erfahren, dass eine Hausmutter, die beim Haus Telvanni angestellt war, während des Thronfolgekrieges aus Morrowind geflohen ist. Laut der Aufzeichnungen hat sie eine Überfahrt mit dem Schiff der Stolz von Telvos bezahlt. Aber... Da endet die Spur auch schon. Jahrelang versuchte ich herauszufinden, was aus dem Schiff geworden war. Blieb am Ende aber erfolglos.
Das ist doch mal ein schicker. Alles, was ihr das finden würde könnt, Sinn ergeben. Eine große Hilfe. Viel Glück. Ein